So, den Schrein haben wir schon. Dann schauen wir mal, ob hier noch der Vogel ist. Da können wir gleich Pfeile kaufen. Hallo. Ich hätte gern was, nämlich deine Pfeile. Oh, der hat Hyrule-Greis. Ich glaube, den brauche ich auch noch. Für irgendwelche Rezepte war da notwendig. Habe keine Zitterlibelle. Nehmen wir gleich alle mit. Danke. Ja, ist gut, danke. Nee, passt so, danke. Ja, Insekten sind super, ich weiß. So, hier spielen die. Ach, da oben ist er. Oh, da hinten ist ein Brunnen. Ich frag den mal, vielleicht muss ich ja durch den in den Brunnen. Hey, gezwitscherten haben die was gest. Was haben die denn? Die gezwitscherten gezwitschert. Einige Stammgäste mit Reservierungen werden schon seit geraumer Zeit im Stall erweitert, sind aber nicht angekommen. Und ein Koch Godrich. Er wollte sich mit Gästen treffen, um Rezepte von ihm zu lernen, das sie von sich selber persönlich erhielten. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Godrich steht schon die ganze Zeit da, hält auch schon nach den Gästen. Okay, ich werde mit ihm quatschen. Huhn habe ich schon fotografiert, oder? Nein! Wahnsinn! Ja, die Ziege schon. Immerhin. Ich habe manchmal die einfachsten Sachen nicht fotografiert. Es stimmt doch was nicht. Paragus und die anderen, sie hätten doch längst über die Brücke da kommen müssen. Ah, du bist ein Gast. Wenn du etwas im Stall zu erledigen hast, wende dich an die Rezeption. Nein, ich will dir helfen. Sie sind schon lange überfällig. Noch immer nicht aufgetaucht. Bei uns im Stall Halt machen, kommen sie über die Otto-Brücke. Also halte ich von hier aus nach ihnen Ausschau und hoffe, dass sie jeden Moment erspähen könnte. Es handelt sich um eine Gruppe von Feinschmeckern und einen Koch Paragus. Von ihnen kann ich noch was lernen. Diesmal wollten sie mir sogar eins von Prinzessin Zeldas Rezepte beibringen. Tja, vielleicht haben Paragus und die anderen Zelte und lassen sich auf dem Weg hier nieder. Ah ja, Zelte Ausschau halten. Mir trotzdem ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich werde mir das Ganze mal näher ansehen. Aber zuerst. Ja, den. Okay, deswegen brauche ich das. Ganzen Waffen hier. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. So. Machen das so. Und so. Das sollte jetzt weitestgehend hoch genug sein. Komm schon.
Warum geht er nicht raus? Hä? Hä? I don't get it. Okay. Soll ich auch hoch porten? Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts. Jetzt bin ich maximal neben. Ja komm, gib mir doch die Truhe. Oh. Was jetzt? Da. Ja, was ist denn drin? Wow. Einfach nur wow. Ich gehe mal die Leute suchen. Er sagt, die hätten schon längst über die Brücke kommen sollen. Ich will zu meinem Freund. Wo ist er denn? Ah, ich komme da später nochmal auf dich zurück. Hier. Ich habe gerade gedacht, es ist verdächtig, dass er zweimal schreit. Oh. Ja, der... Den helfen wir auch gleich. Zwei Baumstämme. Ich glaube, drei sollten reichen. Oder nehmen wir vier. Eine Wildsau. Man nennt mich Warzenschwein. Geil. So wollte ich das natürlich. Möchtest du es absichern, dass das nicht fällt?
Schau mal, so soll es eigentlich stehen. Lass mal los. Kerzen gerade. Ich glaube tatsächlich, so gerade war noch nie eines. Also ich habe schon jetzt einige hinter mir, aber so gerade echt nicht. Ein roter Rubin. Nice. Und ein Schleichpilz. Er möchte einfach nur wissen, wie viel von denen noch offen sind. Er stellt weitere Schilder auf, das heißt, es sind noch mehr offen. Ich möchte einfach nur wissen, wie viel von denen noch offen sind. Kann ich eigentlich... Könnte theoretisch einen Turm bauen aus Holzstämmen. Und dann von oben suchen. Ah, da vorne sind Zelte. Das ist sicher ihr Lager. Ein alter Baumstumpf. Oh. Sind das noch die Ebene von Hyrule? Das ist doch so ein Baumstumpf. Oh mein Gott, ist der gemeint? Muss ich da hoch? Okay, da muss ich auch noch hoch. Nice. Was schimmert denn da so grün? Okay, okay, ist ein Puzzle. Ich liebe Puzzle. So gehört das. Was, so gehört das. Ist nicht der Baumstumpf, aber ich glaube, dass es so ein Baumstumpf sein wird. Wo die Maske der grimmigen Gottheit drin ist. Oder beziehungsweise die Kleidung, was fehlt denn noch? Die Hose, glaube ich, fehlt uns noch. So ein Baumstumpf wird es nicht sein. Ein Wurfspeer, noch einer. So. Wer bist du denn? Sollte nicht Wildfleisch sein. Hä? Was? Eine Regel für Feinschmecker. Folge immer dem Rezept. Wer war das? Wer hat das Monsterfleisch reingetan? Oh, die sind betäubt. Paragus. Hilfe. Brauche Essen. Prinzessin Zeldas Gericht. Muss was kochen. Wildreisrezept nach Prinzessin Zelda. Wild? Hyrule-Reis? Steinsalz? Ein anderes Fleisch als Wild. Wild, Hyrule-Reis und Steinsalz. Das kriegen wir hin. Wild? Wir können da mal... Luxuswild? Edelwild? Wild? Hyrule-Reis? Und Steinsalz. Das ist das Rezept, was wir brauchen. Und Wildreis, wow. Ja, iss mal. Ja, ich habe die Schale Wildreis gemacht. Bitte gönn dir. Dieses Aroma. Das ist es, das Rezept von Prinzessin Zelda perfekt zubereitet. Markus, Bailey ist genett. Nehmt ein bisschen hiervon. Ich hätte für euch alle noch genug gehabt, also so ist nicht. Danke. Nur dank deiner Hilfe geht es uns jetzt wieder besser. Wir haben dieses Rezept von Prinzessin Zelda gelernt, als wir uns auf unseren Reisen trafen.
Sie war so freundlich zu uns, obwohl wir einfach nur Reisende sind. Die Prinzessin sagte auch, dass man dem Rezept exakt folgen muss, sonst endet es in einen Fehlschlag. Wenn ich herausfinde, wer das Wildfleisch durch Monsterteile ersetzt hat. Tut mir leid, die Idee von Monstern hatte ich. Ich war einfach neugierig auf den Geschmack. Als Feinschmecker halte ich es für eine Pflicht, Dinge zu verkosten. Alles einmal ausprobieren, das ist keine schlechte Sache. Doch jetzt ist keine Zeit für Diskussion. Wir müssen schnell zum Stall am Fluss. Wir stehen schon viel zu spät. Ja, geht zum Stall am Fluss. Wir stehen in deiner Schuld. Lass mich noch einmal sagen, danke. Du kennst uns überhaupt nicht. Und dennoch hast du, ja, ich hab für euch gesorgt. Nice, ich habe Hyrule Reis bekommen. Und Steinsalz, das was ich wirklich... ein Luxuswild. Nimm es, du kannst davon bei Gelegenheit nochmal Wildreis kochen. Ah, okay. Also kann ich doch verwenden an anderes Fleisch. Ich höre schon einen Vogel. Ja, das bin ich. Du bist mal wieder zu spät. Der Verbleib der Stammgäste macht mir Sorgen. Ich dachte, ich könnte mal die Umgebung abfliegen und zu sehen. Und du, Kollege, hast du schon einige Tipps nachpicken können? Ich habe das Ganze schon gelöst. Die haben einfach das falsche Fleisch verwendet. Mhm, die haben nämlich so jemanden wie dich gebraten. Wer hätte gedacht, dass sie auch eine so gute Köchin sind? Was? Achso, Prinzessin Zelda, meinst du? Sieh an, Prinzessin Zelda. Das hätte ich niemals von ihr erwartet. Aber warum eigentlich nicht? So, Kollege, damit wir mit 10 Gerüchten auf dem Ding gegangen. Das heißt, 2 fehlen noch, wenn wir 12 haben. Ein violetter Rubin. Nice. Sonst keine Auffälligkeiten. Also, dass mich hier versucht, jemand abzuschießen. Was ist denn das? Ach, das ist eine Schleichschnecke. Die leuchten so. Ich habe gesagt, ich wollte doch eben ein Pferd holen. Ja, man sollte nicht durch den reißenden Fluss schwimmen. Wow. Schnell rein. Es regnet. Oh, der will wahrscheinlich auch ein Bild. Oh mein Gott, die wollen alle noch Bilder haben. Oh Gott. Was willst du denn für ein Bild haben? Ich ahne Schlimmes. Ich hätte es bei den anderen auch gleich machen sollen. Die Pferdefreunde haben beschlossen, dass Bilder aufgehängt werden. Der Stallbesitzer muss deshalb erst das im Bilderrahmen aufhängen. Und was willst du für eine Statue der großen Göttin? Im Südwesten. Ja. Oh. Ich nehme ein Marlon-Bett. Bis morgens. Aber bis morgens chillen, um die Leben halt zu heilen wieder. Ich bin Marlon, Gott der Pferde, Lieblingsessen. Festtagsgemüse, Gemüse, Ausdauerhonig, Pferd, was? Gemüse, Ausdauerhonig und Pferd? Das ist eine sehr seltsame... sehr seltsame Kombination. Nice, ein Stallpunkt. Ja, ich war schon in Kakariko. Ich glaub, habe ich eine Statue zufällig fotografiert? Nee. Den großen Statuen der Göttin am heiligen Orten. Wenn ich ein Bild einer solchen Statue. Südwesten der Ebene von Hyrule. Okay. Im Südwesten. Das ist dann hier. An einem heiligen Ort.
Hier an einem heiligen Ort stehen Statuen. Im Zeitenwald. Ja, da meint er. Ich möchte gerne ein Pferd abholen. Ich würde das gerne abholen, ja? Ich glaube, da habe ich nämlich das Geschirr dran. Ja, perfekt. Nee, das passt so. Alles gut, ich nehme nur den Krog davon, nehme ich mit. Hast du zufällig nochmal Pfeile? Oh, er hat schon wieder Pfeile, nice. Nehmen wir gleich alle. Oh, dann bin ich wieder auf 194. Nice. Und da nehmen wir noch welche mit. Alles gut, dann bin ich wieder dahin. Mach's gut, bis später. Let's go. Nein, zu viel Text. Zu viel Text, zu viel Text einfach. Nein, nicht sprechen, laufen. Ich will zu meinem Freund. Ja, ich weiß, dass du zu deinem Freund willst. Sag mir nochmal, wo der ist. Ja, perfekt. Das liegt zufällig auf meinem Weg. Warte, ich häng dich hinten ran. Ach, mach dir keine Sorgen. Das tut nur ganz kurz weh. Es macht einfach zu viel Spaß. Vor allem, ich sag's nach dieser Qual von da vorne über die Brücke reiten sollen. Nach dieser Qual von Breath of the Wild zu dem Teil. Die ganzen Crocs nämlich sammeln, das ist halt. Ja, wir müssen da wirklich außen rum. Ist egal, wir schaffen das. Oh, was ist denn hier? Lass mal schauen, vielleicht ist da vorne das Ding. Oh, das ist da vorne? Ah, den Krog haben wir schon. Hat überlegt, dass das so ein bisschen nach Krog aussieht. Eventuell hier zwischen den Steinen durch. Hab's fast befürchtet. Ja, dann doch wieder retour. Ist nicht so, als würde mir das nicht Spaß machen mit den armen Krog hinten dran. Die hätten das halt nie erlauben sollen. Ich kann mir da vorne einfach eine Brücke bauen. Kam mir gerade so in den Sinn. Ich hätte ihn jetzt nicht da hochschleifen müssen. Theoretisch könnte ich hier. Alles voneinander puzzeln. Und
dann sollte das auch fürs Pferd passen, dass das eine passende Brücke ist. Sieht das schon über den Fluss aus? Es könnte sich schon ausgehen. Jetzt mal die beiden noch so ran. Wie kann man so ein bisschen so den Wasser zu balancieren. Also ich muss ein bisschen drauf schwimmen. Nope, das geht sich nicht aus. Das wundert mich jetzt. Ich hätte gedacht, es geht sich aus. Surprise. Hier, das sieht besser aus. Moment, ich kann doch sicher irgendwie den Stein noch anfixen. Gerade so ein bisschen, dass es nicht ausgeht. Wir sind hier. Okay. Stopp. Ja, die letzten paar Meter müssen halt ein bisschen balanciert werden, ja. Aber jetzt soll sich das doch immer ausgehen. Hä? Hey, der Krog überlebt das. Keine Sorge. So, da ist drauf balancieren. Wie, er will nicht drauf. Komm da nicht drüber mit dem Pferd. Also der Krog ist jetzt ein bisschen anstrengender als gedacht. Ja, wir bringen dich jetzt außen rum. Nee, Pferd. Du musst jetzt. Jetzt musst du. Komm. Keine Streicheleinheiten für dich.
Können wir hier wieder nach einem Baumstumpf Ausschau halten, aber... Sieht halt nicht baumstumpfartig aus. Aber hier... sind schon die östlichen Stallruinen. Unten ist eine Truhe. Schau, da, bitte. Ich habe deinen Freund vorbeigebracht. Das war jetzt umständlicher. Wo ist mein Pferd? Umständlicher, als ich es erwartet hätte. Dann wollen wir mal weiter die Suche nach der letzten Ausrüstung machen. Irgendwo ein stumpfer Stamm. Ein alter, antiker Stamm. So in der Richtung.